Willkommen zurück bei Silent Hill Homecoming und ich habe die Lösung gefunden. Jawohl. Hat mich zwar nur 30 Minuten meines Lebens gekostet, aber ich habe es gefunden. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. So, dieses obere Teil hier ganz oben rechts schieben wir nach links. Den hier ganz rechts schieben wir eins nach oben. Diesen hier schieben wir nach rechts und seinen Nachbarn auf der linken Seite ebenfalls. So. Dann dieses lange Stück hier unten nach links. So. Dann sieht es aus wie folgt. Dann brauchen wir dieses kurze Teil nach unten. Dieses kurze Teil nach rechts und dieses lange Teil nach oben. Dann sieht das Ganze so aus. Dann nehmen wir das dieses Teil nach links, dieses Teil nach unten. Das schieben wir nach rechts, das schieben wir nach links und nach oben. Und hier, dieses Teil schieben wir zweimal nach rechts. Dann sieht das Ganze so aus. Mehr oder weniger. So, dieses Teil schieben wir nach unten. Dieses lange Doppelte nach links. Dieses lange Teil nach unten. Dieses lange Teil ebenfalls nach unten. Und auch dieses Teil nach unten. Und klack, siehe da, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, es ist ein Brief von Dad. Ich habe versagt und das wissen Sie. Sie geben mir die Schuld. Das sollten Sie auch. Ich habe geschworen, diese Stadt zu beschützen, aber ich kann es nicht. Die Straßen verfallen vor unseren Augen. Der Fluch, den wir immer gefürchtet haben, ist über uns gekommen. Schlimmer noch, der Orden ist zurück. Menschen raubend und tötend, ohne dafür bestraft zu werden. Und sie verpassen jenen eine Gehirnwäsche, die sie zum Wiederaufbau ihrer eigenen Herde benutzen wollen. Ob sie uns nun für die Massenflucht unserer Vorahnen bestrafen wollen oder einfach nur die Absicht verfolgen, die alten Zustände wieder zum Leben zu erwecken, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie sich unsere Menschen geholt. Das Einzige, das noch getan werden kann, ist, sich der Quelle des Bösen zu stellen, sie zu bekämpfen und zu beten, dass ein wenig Hoffnung wiederhergestellt werden kann. Mein einziger Trost wird sein, dass ich endlich meine Augen für das Böse in Silent Hill geöffnet habe. Brief von Dad erhalten. Hier ist noch etwas anderes. Das sieht aus wie eine Karte von Silent Hill. Ist du dorthin gegangen? Ich muss Mom fragen, ob sie davon weiß. Karte von Silent Hill erhalten. So. Dann gehen wir doch mal runter zu unserer Mutter und schauen, was sie dazu zu sagen hat. Listen to me, Mom. Start telling me everything you know about this. I don't know what that is. Stop lying! I'm tired of it! I know all about Silent Hill. You don't know anything about Silent Hill! I know Dad went there. He went to go fight something. Did he go to get Joshua? Is that where Josh is? God damn it, tell me! Stop pretending you care about me! Start telling me what's going on! Josh was the only one you ever cared about. And I can help him if you tell me the truth. No! No! Forget it!
Ja. So, unsere Mutter hat uns nicht wirklich etwas gesagt und wir wurden brutal zusammengeschlagen. Und was haben wir hier? Es ist eine abgenutzte und zerbrochene Maske. Es sieht wütend aus. Wütende Maske erhalten. Hier gibt es einen Speicherpunkt. So, dann gucken wir mal. Hier ist offen. Ich höre wilde Geräusche. Gesundheitstrank. Loch in der Wand. Diese Maske erinnert mich an meine Mutter. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dass sie je traurig aussah. Traurige Maske erhalten. Schloss ist defekt. Schloss ist defekt. Und aus diesen Löchern kommen diese komischen Käfer raus. Sie trug dies Antlitz, um ihren Schmerz zu verbergen. Es hört auf, vielleicht ist es auf der anderen Seite mehr. Okay. Hinter dieser Maske offenbarte sich ihr Herz. Schloss ist defekt. Ja, zu diesen zwei Personen, die da festgebunden sind, kommen wir ein bisschen später. Wir ziehen hier mal an diesem Hebel. Denn jedes Mal, wenn wir an diesem Hebel ziehen, öffnet sich eine andere Tür in diesem Haus. Und jetzt zum Beispiel... Wow. Jetzt zum Beispiel habe ich oben ein Gitter heruntergelassen. Genau. Sieht aus wie ein altes Fleischerbeil. Beil erhalten. Und ich glaube, ihr könnt es euch denken, hier in diesem Haus gibt es jetzt viele, viele, viele Rätsel. Der Gesichtsausdruck auf dieser Maske ist kalt. Genau wie Mom. Gleichgültige Maske erhalten. Ein ausgestopfter Hase. Er ist nass und schimmelt. Plüschtierhase erhalten. Und aus dem Klo wächst irgendetwas. Ich will es gar nicht wissen. So, hier ist verschlossen. Das ist auf Schienen. Ich glaube, ich könnte es wahrscheinlich bewegen. Dann schieb mal. Und da liegt etwas auf dem Boden. Die Inschrift besagt, für das Zulassen der Leiden anderer. Herz der Finsternis-Medaille. Hier geht's auf den Dachboden. Ja.
ist wirklich stockfinster. Ah, hier kann man durch. Den Schiff besagt für begangene Abscheulichkeiten. Abscheuliche Tatenmedaille erhalten. Boah! Er schlägt mich nicht so! Zeit für ein Serum. Okay. Ja, da liegt schon wieder so einer. Ich könnte ja auch vorbeilaufen, aber das Problem in der ganzen Sache ist, ich muss ja dann wieder zurück und hier gibt es nicht wirklich viel Spielraum zum Ausweichen. Hier passen drei Medaillen hin. Oder nur eine ist... Doch, nur eine ist hier. Inschrift besagt für Pflichtversäumnisse. Gefallene Sternmedaille erhalten. Vielleicht sind diese Medaillen in einer bestimmten Reihenfolge anzuordnen. Untersuchen. Gefallener Stirn? Schuldige Taten? Nein, das war falsch. Probieren wir mal. Gefallener Stirn. Herz der Finsternis und abscheuliche Taten. War richtig. So. Ein Rätsel haben wir geschafft. Wir müssen allerdings 4 Stück bewältigen, damit sich die Tür unseres Hauses für uns wieder öffnet. Schutzgewehrmunition und Pistolenmunition. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und ich hasse diesen Dachboden. So. Dann ziehen wir doch wieder an diesem Hebel. Die Tür zum Dachboden schließt sich und die zum Keller öffnet sich. Nein, nicht die zum Keller. Habe ich falsch gesehen. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Schlafzimmer war nichts. Ah, diese Tür ist offen. Ja, sieht definitiv interessant aus. Der Patient in Zimmer 206 ist morgen für eine transorbitale Lobotomie vorgesehen. Ich habe vorgeschrieben, dass die folgenden Medikamente am Tag des Eingriffs verdoppelt werden. Der Rest der Nachricht ist verschwommen und unlesbar. Gut. Was haben wir hier? Niemand hat gesehen, wenn du im Bett geweint hast. Ich wollte dir helfen, habe mich stattdessen aber versteckt. Das Ticken einer Uhr. Dann hörte es auf.
Vom Schicksal hier gelassen, werde ich im Schatten verfaulen. Unter meinen Decken hielt mich die Dunkelheit. Nur das Tageslicht kann mich von meinen Sünden retten. Okay. Ich muss an dieser Stelle auch wieder kurz schneiden, denn die 15-Minuten-Marke ist erreicht. So, wenn wir zurückkommen, geht es hier mit den nächsten drei Rätseln in unserem Haus natürlich weiter. Bis dann!